Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu The Legend of Zelda, A Link to the Past. Ja, jetzt habe ich das Ding ein bisschen näher gestellt und jetzt ist es doch ein wenig optimaler. Und wir sind im Schildkrötentempel. Wario, verfügst du über das Zauberelixier? Falls nicht, solltest du nicht weitergehen. Ich mache mal noch ein bisschen den Sound hier lauter. Weil ich will ja auch die Musik natürlich genießen dabei. Ach, verzichtest du Qualle. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe mal hier. Und da ist so ein Laserauge. Ich wusste damals nie so wirklich. Warte, das zeige ich euch jetzt. Wie man hier wieder rauskam. Und zwar musste ich Wölbeattacke so aufladen, dass Link zu mir schaut. Und rückwärts laufen. Nützliche Taktik, nicht wahr? Ah, ich glaube, ich kann die sogar mit dem Enterhaken kitten. Ah, der hält sogar wenigstens an. Das ist gut. Okay, Fackelspätchen. Und das war schon mal falsch, was ich gemacht habe. Und zwar muss ich nämlich unten links anfangen, das weiß ich. So. Okay. Diese Dinger sind auch fies. Die Karte. Magietruhe-Schlüssel. Wow. Okay. Tür geht zu. Und dann kommen wir hier rein. Knochen trocken. Show me your moves. Was ist das denn für... Oh, ich wusste es. Tschüss. Na kommt, show me your moves, ihr Schmörmels. Ja toll, für Magietrug und für eine Fee. Auch ganz nett hier. Und ich habe euch ja bestimmt schon gesagt, was ich als nächstes Let's Playen werde. Und zwar wird es auf jeden Fall Zelda Parallel Worlds, den anderen Hack, und Yoshi's Island, die sind auf jeden Fall schon mal geplant. Und ab diesem Projekt werde ich auch 2 Spiele am Tag bringen. Sodass ich
paar Parts für zum Beispiel Yoshi's Island mache und das andere für Zelda Parallel Worlds als Beispiele. Ich will ja sowieso noch ein bisschen Gas geben mit den Projekten. Autsch. Weil ich eben halt nur noch bis Ende des Jahres Zeit habe. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf das neue Smash. Ich habe ja die E3 dazu angeschaut. Also da haben sie schon eine Menge gezeigt davon. Das fand ich echt spannend. Auf jeden Fall werde ich mir dann die Switch holen. So. Mann, Mann, Mann. Mit meiner Stimme hapert es aber auch heute noch irgendwie. Aber ist ja kein Wunder, weil ich ja gerade von der Arbeit komme. Nee, der Typ hier da oben hat einen Schlüssel. Klatsch. Haben. Autsch. Boah, die Laser ziehen aber auch ganz schön viel ab. Du hast den großen Schlüssel. Super. So. Auf jeden Fall darf ich gleich das eine Herzteil nicht vergessen. Aber hier haben sie definitiv ganz schön einiges aus Mario übernommen. Wir haben ja eben diese Kettenhunde gesehen. Jetzt diesen Lavastrom. Und diese komischen Dinger, die da so rumhüpfen. Die kommen mir auch so bekannt vor. Nur, dass die in Mario Staffeln haben. Ja, da kann ich stehen. Das ist gut. So. Genau, diese Schmörmels sind das wieder. Euch mach ich locker mit Pfeilen fertig. Ah. Da-da-da-dam. So, ein Herzcontainer fehlt jetzt noch und dann habe ich maximale Energie. Da-da-da-dam. Wunderbar, das Spiegelschild. Damit lassen sich Strahlen abwehren, die gegen dein altes Schild machtlos war. Gegen die mein altes Schild machtlos war. So, tschüss.
Okay. Endlich habe ich gerade einen Schleim hier rausgepackt. Jo. Ich wusste auch damals nie, wie ich darüber komme. Wow. Okay, wieder so eine Rubinquelle. Aua. Boah, das ist aber kompliziert. Ja, toll. Maximale Rubinzahl. Mehr können wir nicht tragen. Na gut, ich könnte ja nochmal Runde runter machen, aber das wäre für dieses LP doch etwas zu langwierig. Ja, du kannst mal eine Bombe fressen. Dankeschön. Schlüssel. Ach, und den Dungeon an sich finde ich eigentlich auch relativ schön. Muss ich zugestehen. Aber bestimmt, ups, gibt es wieder so manche Besserwisser, die den Dungeon nicht so mögen. Autsch. Kann ich auch den Umhang dabei tragen? Ja. Dann könnte ich wenigstens den Schaden vermeiden. Schaffe ich es noch? Okay. Perfekt. Wow. Laser. So. Ich brauche eigentlich zwar nur den Schlüssel, aber ich nehme in dem LP ja alles mit, was mir in die Finger kommt. Und bisher habe ich ja sonst jedes Wort gehalten. Es sei denn, ich habe doch irgendwas übersehen. Was aber auch gar nicht schlimm gewesen wäre. Immerhin muss ich ja keine Herzteile sammeln. Na toll. Völlig umsonst gemacht. Toll gemacht. Nee, 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 nee. Wow. Tschüss. Ach, und dann kommt auch schon gleich der Boss. Und ich kann mich gerade nicht voll heilen hier. Das ist jetzt das Blödeste an der ganzen Sache, weil ich den Umhang eben benutzt habe. Aber egal, das müssten wir auch irgendwie so schaffen. Ich gehe ja manchmal gerne auf Risiko. Okay. Ich brauche mal den schlauen Zettel. Dann habe ich den. Das ist Twinex. Okay. Ach, du bist es. Der Nervbolzen, der mir anfangs so gefallen hat, aber mittlerweile nicht mehr so. Ach Mist, ich hätte doch den Eistopf zuerst machen sollen. Okay, ein Kopf ist down. Ich kann leider nicht ins Menü gehen, solange es explodiert. Oh, jetzt habe ich es aber schwerer.
Wobei, an den Wänden kann ich laufen. Autsch. Puh. Das war aber knapp jetzt. Das hätte sonst mit der Magie nicht mehr gereicht. Das ist aber nicht das Ende, genau. Ich hoffe, dass ich jetzt so wenig wie möglich an das Eis komme. Aber das läuft. Bye bye. Das war Twinix, der Schildkrötenstein. Und somit haben wir alle Kristalle. Ich bin dir so dankbar, dass du den langen Weg gekommen bist, mich zu befreien. Aber sicher doch. Du bist der Held der Legende, auf den wir gewartet haben. Das wusste ich gleich. Garmon befindet sich in seinem Turm auf dem Berg, geschützt durch einen magischen Riegel. Er ist bereit, schon bald durch das Tor zu schreiten, das die Welten verbindet. Hat Garmon Hyrule erst einmal betreten, kann ihn wohl niemand mehr aufhalten. Du hast aber eine Chance, ihn aufzuspüren, solange er in der Schattenwelt ist. Nimm die Kristalle und mache dich auf zu Garnons Turm, vertraue uns. Wir sehen werden unsere Kraft vereinen, um dir Zutritt zum Turm zu verschaffen. Gemeinsam mit dir werden wir diesem Lande den Frieden wiederbringen. Nur Mut. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Und dann beende ich mal die Aufnahme. Bis gleich.